Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play Mass Effect 1. Wir stehen kurz davor, die Neutronenreinigung zu starten und alle restlichen Rachni zu töten. In der letzten Episode haben wir ja die Rachni-Königin gehen lassen und jetzt müssen wir noch die Verbleibenden umbringen. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Starte die Neutronenreinigung. Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Ich habe den Code. Der Code lautet 875-020-079. Code Omega. Lokale Ausführung. Bestätigt. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. Oh, jetzt kommen ganz viele Leute. Oh oh. Das sind viele Rachni. Wenn die alle umbringen, kriegen wir ganz viel Geld. Max, du sollst doch nicht die Schrotflinte nehmen. Nimm die ein Sturmgewehr. Ich will noch so viele wie möglich umbringen, das ist bestimmt Geld. Von wem auch immer. Hey, hey, hey. Vorsicht. Hier fliegt alles herum. Okay, das reicht. Jetzt lauf, 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 lauf. Heil, Leute. Und tschüss. Macht's gut, Leute. Also die Rachni meinte ich. 15 Sekunden. Und? Das war's. Geschafft. Dann können wir endlich nach Hause. Hier können wir nicht mehr hin. Alle Daten. Komm. Da kommen wir wieder dahin, wo wir eben waren. Also verlassen wir den Ort Gipfel 15 und den Außenposten hier und kommen nie wieder zurück und gehen zurück auf die Normandy. Wir haben hier alles getan, was in unserer Macht stand. Aber vorher speichern wir noch kurz, sicherheitshalber. Vielleicht stürzt ihr das Spiel wieder ab, ne? Mass Effect. Und wir sind weg. Ab nach Hause. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Immer mit der Ruhe. Das Mu-Portal ist mit dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir müssen noch mehr über Saren erfahren. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Es reicht. Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen. Tut mir leid, Commander. Wegtreten. Für den Augenblick. Alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Aber natürlich. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander.
Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Ja. Sie haben die Königin davonkommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Soll ich mal raten? 3 oder nein? 4. Das ist kein Spaß, Commander. Die Rachni zählten zu den größten Bedrohungen, der die Galaxie jemals ausgesetzt war. Dies ist anders. Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Ach, wir werden sowieso noch... Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. ...viel andere Bedrohungen entgegenstellen müssen als die Rachni. So, wir haben endgültig Noveria verlassen. Also wir sind noch da, aber wir haben die Mission erfolgreich bestanden. Salutier mal. Und jetzt fragen wir mal die ganzen Leute, was sie denn davon halten, dass wir das so erledigt haben, wie wir es gemacht haben. Also die Rachni nicht getötet und Liaras Mutter aufgefallen. Haben. So. Commander. Brauchen Sie was, Commander? Ich warte auf Input. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Vorschläge? Wir sind bis zum Ende dabei. Sie können darauf zählen, dass alle ihre Pflicht tun. Gut, taktische Einschätzung. Was denken Sie über die letzte Mission? Die Ermordung von Sarens? Was war Benesia eigentlich? Stellvertreterin? Beraterin? So oder so, es sollte ihn ein wenig zurückwerfen. Aber ich bin mir sicher, dass sich Dr. Zoni elend fühlen muss. Die Arme. Die eigene Mutter töten zu müssen. Was hältst du davon, der Rachni-Königin? Was denken Sie über die Rachni? Ganz unter uns? Ja. Wenn wir die Wahl gehabt hätten, hätte ich es ganz schnell dem Rat überlassen. Wir waren während des Rachni-Krieges nicht hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns einmischen sollten. Auf Wiedersehen. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander? Commander? Shepards Fach, alles mitnehmen, ja. Kann ich alles gebrauchen. Alles nehmen. Medigel aufstocken. Hallo, Liara. Na, wie geht's? Wenn Sie hier sind, um über Benesias Tod zu reden, können Sie sich die Mühe sparen. Sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie fühlen sich deswegen komischerweise nicht schlecht. Tun Sie nicht so, als würde Ihnen das nichts ausmachen. Sie war Ihre Mutter. Das war sie. Aber irgendwie auch nicht. Ich erinnere mich lieber an die Benesia, die sie früher war. Bevor sie von der Macht der Sovereign verdorben wurde. Es ist Sarens Schuld. Meiner Meinung nach ist es Sarens Schuld und ich würde an ihrer Stelle auf Rache sinnen. Wir haben genug Gründe, Saren aufzuhalten. Ich muss nicht auch noch Rache mit auf die Liste schreiben. Benesia hat ihren Weg gewählt, so wie ich den meinen. Ich bleibe bis zum Ende bei Ihnen, Shepard. Okay, auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Ja, bis dann. Zack. Und gehen wir mal runter und fragen Rex und Konsorten, was die davon halten, dass wir Benesia aufgehalten haben. Ladedaten. Immer diese schöne Musik. Hey Rex, na, alles klar? Shepard. Das war's? Rex? Shepard, Rex. Ashley, hi. Commander. Können wir reden? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen, Skipper. Gewehre warten sich nicht von allein. Zumindest bis jetzt noch nicht. Wie machen wir uns? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Du meinst die Rachni, nicht wahr? Genau. Sie waren gefährlich, Skipper. Das haben sie schon vor 2000 Jahren bewiesen. Ich denke, es war ein Fehler, sie gehen zu lassen. Aber es war nicht meine Entscheidung, es war deine. Ja. Du solltest wirklich mal mit Zoni über ihre Mutter reden. Sie muss sehr traurig sein. Ich wollte es nur erwähnen, Skipper. Okay, auf Wiedersehen. Wegtreten, Chief. Sir. Sir. Hey, Garrus, alles klar? Commander, ich wollte Ihnen danken. Ja, auf Wiedersehen. Für so etwas habe ich keine Zeit. Oh, leben Sie wohl, Commander. Leb wohl, Garrus. Brauchen Sie Vorräte? Ja. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Sehr gern, Commander. Ist das alles? Das ist ein bisschen lahm. Hm.
Gucken wir mal die Ausrüstung. Gelb. Sieht ja fast aus wie Eclipse. Also das will ich auf jeden Fall nicht anziehen. Können wir auf Universalriegel nehmen. So, ausrüsten. Die hatte ich schon mal an. Also in meinen vorigen Spielen. Dann nehmen wir mal die gelbe. Oder? Leicht dezent. Oder die andere? Oder die? Oh nein, die wollte ich doch gar nicht. Kannst du auf Universalriegel machen, so. Dann lassen wir die mal an. Der auffälligste Commander seit aller Zeit des Menschen gibt. Seit aller Zeiten. Gucken wir mal, ob wir anderen Leuten noch auch noch neue Rüstungen spendieren können. Also unser Team. Kaidan. Anscheinend nicht. Sprechen wir noch kurz mit Tali und dann haben wir alle durch. Tali, na, wie geht's? Hey Shepard, kann ich etwas für Sie tun? Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Bis dann. Dann gehen wir wieder zurück ins KZ. Und bereiten uns auf die nächste Mission vor. Zack. Ladedaten. Komm, lade schneller. Bleib jetzt nicht hängen. Jo. So, dann gucken wir uns mal, was wir noch so haben. So, gucken wir mal. So, Nuveria, wir verlassen dich mal. Fliegen wir mal in den Armstrong-Nebel. Hong. Fliegen wir rein. Ein paar Nebenaufträge annehmen. Bevor wir dann nach Würmer erfliegen. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich bin froh, dass Sie in der Gegend waren, Commander. Wir haben einen Notfall und Sie sind der Einzige, dem ich diesen Job anvertrauen kann. Ich bin dabei. Wie kann ich helfen, Admiral? Biotische Fanatiker haben eine medizinische Forschungsstation mit einer psychotropischen Droge angegriffen. Die Drogen haben die Forscher vorübergehend verrückt gemacht und die Biotiker nutzen sie nun als menschliche Schilde. Ich kann nicht reinstürmen. Wenn ich auf alles schieße, was sich bewegt, müssen also viele Forscher sterben. Genau. Ein normales Team würde mit den Biotikern fertig. Aber dann würden bei der Operation viele Forscher ihr Leben verlieren. Darum habe ich an Sie gedacht. Ich hoffe, dass Sie die Verluste minimal halten können. Verstanden. Ich werde mich um die Biotiker kümmern, Admiral, und versuchen, die Verluste zu minimieren. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten der Station. 5. Flotte Ende. Gucken wir aber erstmal, was es hier für so Ressourcen gibt. Nichts. Und wieder nichts. Dann landen wir mal dort. Oh, ist das heiß, 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 heiß. Waren wir nicht schon da? Ich habe das Gefühl, wir waren schon mal da, aber es kann sein, dass es der falsche Planet ist. Das falsche System, falscher Cluster. Dann müssen wir halt nochmal woanders gucken. Gehen wir mal hier hin. Nehmen wir mal alle mit.
Also gucken wir mal nach. Kann ja nicht schaden. Ja, die zwei Planeten kenne ich noch. Hier waren wir schon. Da können wir gleich wieder zurück. Ja. Zurück zur Normandy. Das war das falsche System. Das kann ja mal passieren. Die Galaxie ist groß. So. Nächstes System. Gehen wir mal hier hin. Nichts. Auch nichts. Ich glaube, wir waren auch schon mal hier. Ja. Ich erinnere mich. Dann fliegen wir mal hier hin. Haben wir Zeit. Treibstoff wird so schnell nicht ausgehen. Das sieht neu aus. Nichts. Nichts. Das ist ganz schön weit weg, der Planet. Minus 228 Grad, kein Wunder. Da waren wir noch nicht drauf. Dass es hier nichts gibt. Oder? Waren wir hier schon mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Laden wir mal. Und nehmen wir wieder Garrus und Tali mit. Die waren ja so selten dabei letztens. Ladedaten. Okay, wir waren schon mal hier. Und der Hammer ist auch noch kaputt. Wir könnten ja ruhig mal sagen, welches System es ist. Ich kann ja mal ins Logbuch gucken. Dann weiß ich es ja. Bleiben ja nur noch zwei übrig. Ich glaube, das ist auch das Falsche. Bleibt mir noch das übrig. Grad. Sehr heiß. Das ist auch nicht gerade kalt. Hier waren wir überall schon mal. Was soll denn das heißen hier? Ist ja gar nicht. Guck am besten mal ins Logbuch, wo wir jetzt hier hin sollen.
Pferdekopfnebel, Stirn aus System. Pferdekopfnebel. Schiff, das dürfte also nicht so schwierig sein. Geben Sie sich in das Sternosystem im Pferdekopfnebel. Bin ich doch. Kann ich auch runterscrollen? Nein. Doch. Bin ich doch. Ich verstehe das nicht. Hier, das ist doch das System. Wo sind die denn? Wo ist denn das Schiff? Ist die Mission jetzt buggy? Also können wir die nicht lösen. Ich habe jetzt jeden Planeten hier durchsucht, aber es ist nichts da. Kein Schiff. Nichts. Tagebuch. Vermisste Marines, MSO baut die Basis. Begeben Sie sich auf Hades Gamma Cluster. Dann machen wir das mal. Wir machen das jetzt mit Antibiotika. Das Schiff konnte ich leider nicht finden. Hier gibt's nichts. Erkunden. Okay, aber das mache ich, glaube ich, in der nächsten Folge von Let's Play Mass Effect 1. Also schaltet wieder ein, Leute. Bis dann.